Triggerte sie werden. Das heißt, wenn man das überspringen könnte, kann man entweder das einzelne Event überspringen oder macht das Spiel kaputt. Je nachdem, wie gut das Spiel programmiert ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Oder, ich weiß nicht. Wenn ich schon sehe, wie die Checkpoints hier setzen, ne? Will ich mich nicht darauf verlassen, dass das Spiel aber nicht kaputt geht. Oh, lass mal auf den Turm gehen. Perfekte Position für den Scharfschützen. Jetzt ist da nur leider keiner und auf dem Turm ist auch nichts. Also ziemlich nutzlos für den Scharfschützen. Und im Turm drin ist halt auch nichts. Machen wir irgendwas im Nahkampf jetzt. Nee. Auch hier ist wahrscheinlich nichts im Turm. Guck gar nicht rüber. Ach. Kommt der eine einfach spontan raus und tötet dich dann einfach. Weil, warum auch nicht? Weit kann ich denn noch nach links? Nicht mehr so weit. Bevor ich runterfahre. Von viel zu viel Schaden auf viel zu wenig und. Wo ist der überhaupt immer hin? So ist der immer weg. Er ist immer weg. Und der ist auch schon weg. Er leckt mich doch. So leckt mich doch am Arsch. Die Reaktionsgeschwindigkeit der KI ist auch durchwachsen, sage ich mal. Heute mal hoch, bitte. Danke. Nee. Nee, ich sehe dich. Sehe dich. Treffe ich dich auch. Danke. Gut, versuchen wir das nochmal. Da drin war nix. Jetzt kommt der Typ da gleich wieder um die Ecke. Gut, jetzt kommt er nicht mehr um die Ecke. Kommt da noch jemand? War's das jetzt? Ja, das sieht doch gut aus. Also ist gar keine Todesfalle. Das ist nur Schmuck. Ich dachte, jetzt kommt da voll die Todesfalle noch. So, Checkpoint. Kann ich jetzt einfach so hingehen? So aufpassen, dass ich nicht wieder sterbe. Aber hier steht kein roter Blätter. Ja. Darf ich in das Flugzeug steigen? Und wegfliegen und so. Ach, danke. Jones, endlich. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Monate in einer Konservendose zugebracht. So, so. Was halten Sie von einem kleinen Abstecher nach Mexiko, Captain?
Margaritas am Strand. Nein, eher mit Rangern und Red Berets. Schnall dich an, ich schalte auf Überschall. Müssen wir nicht erstmal starten, bevor du auf Überschall schaltest? Bin ziemlich sicher, dass man nicht mit Überschall starten kann. Bin mir sehr sicher. Colonel McCall leitet das Bats Ausbildungslager. Kim hat den Verdacht, dass er Teil der Verschwörung ist. Erwarte keine Intelligenzbestien. Die Leute sind wirklich das Letzte. Bestimmt hat diese blonde Schlampe wieder ihre Hände im Spiel. Ich vertraue ihr. Du rettest ihr das Leben und sie nutzt es aus. Eifersüchtig, Mädchen. Träum ruhig weiter. Oh Gott, ist das der Dschungel? Irgendwas mit Dschungel oder in einem Camp? Vermeiden sie, entdeckt zu werden. Das ist noch kein Dschungel. So, jetzt die Panzerfaust eh wieder weg. Panzerfaust braucht doch kein Mensch. So, wo muss ich denn jetzt lang? Laut Plan befindet sich ein Abwasserrohr in der Nähe des Wachturms. Achte auf die Suchscheinwerfer. Ich kann nicht beliebig lange unter Wasser bleiben. Ich hätte die Bazooka öfters benutzen sollen. Uff, das wird aber zeitlich eng. Das wird zeitlich sehr eng. Ist denn da noch lang? Nirgendwo hin. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Ich muss jetzt wirklich dringend mal aufs Klo, sorry. Sonst wird das eng. Dann spielen wir noch ein Stündchen oder so. Weiß nicht, ich habe da noch irgendeinen Dschungel im Kopf. Ich kann ich von hier aus nicht töten? Was ist das denn? Bombe, oh. Jetzt wieder Stealth mischen. Will ich den erschießen? Im Prinzip ja eher nicht so, ne? Was ist denn jetzt? Der tappt doch da irgendwo rum. Für später kann ich den mitnehmen, nein, das heißt, er schwindet gleich wieder. Und weiter geht's. Da lang. Evacuation? Wieso steht das hier in den Rohren? Für die Fische, damit sie wissen, wie sie rauskommen. Bin gerade in die falsche Richtung geschwommen, ich Vollidiot. Sehr gut. Oder damit der Spieler weiß, dass er da falsch ist. Leider ist der Spieler ein bisschen dumm. Deswegen merkt er das nicht. So, bewegst du noch tot rum. Dann gehen wir mal da weiter. Ja, das sieht richtig aus. Gibt auch irgendwie wenig Sinn, dass die Evacuation ins Lager zeigen sollte.
Da irgendwas zum Hochklettern? Nein, dann muss ich da auch nicht hoch. Ich vermute, das ist nur zum Atmen holen, damit man hier lebend durchkommt. Uff. Uff, uff, uff. Möchte ich jetzt einfach wegschießen? Geht das? Ist das klug? Sollte ich das tun? Ich versuch's mal nicht. Nee, die merken gar nichts. Easy. Von Nummer 13? Nein. Mongoose wird sich sicher gleich um ihn kümmern. Wir sollten Nummer 1 mit diesem Problem nicht behelfen. Jedenfalls hat 13 keine Chance, unsere Pläne zu stören. Meine Männer stehen bereit, General Stafford. Es hat viel Unruhe seit seiner Auferstehung gegeben, aber unsere ersten Manöver laufen nach Plan. Ich bewundere Ihren Optimismus, Colonel McCall. Wie wäre es mit einer kleinen Besichtigung? Ich würde gerne ein Auge auf unser Waffenlager werfen. Das würde ich auch gerne. Ausgezeichnet. Finde McCalls Feld und platziere die Wand. Oh Gott, ja, das ist jetzt die Mission Dschungel. Das ist nicht der Dschungel, das ist Wald. Das ist. Oder ich glaube zumindest, dass es jetzt ist. Kommen da gleich Bäume dann? Ich kann auf dem Wasser, okay. Okay. Kommt noch irgendwas? Nee. Oder irgendwo kommt das. Aber erst kriege ich noch eine Warnvorstellung. Hey Fly, ich breche heute Nacht auf und versuche nicht, dich auf meine Kosten zu profilieren. Nur weil du gestern die Übung gewonnen hast, bist du noch kein Held. Wer? Steve Rowland, der Mann, dessen Identität ich angenommen habe. Okay, was haben wir hier so? Einen schallgedämpften Schalldämpfer. Oh Gott. Das ist urheberrechtlich geschützt. Copyright. Weltweit gesperrt. Tut mir leid. Oh Gott. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Ich kann mich da noch erinnern. Und irgendwann später kommt noch so ein Zelt und dann. Alarm sollten wir lieber nicht auslösen, das ist nicht so gut, dann darf ich da wieder ganz viel nachspielen. Schön, dass der Scheinwerfer sich weiter bewegt, wenn ich den Typ da oben schon erschossen habe. Die Frage ist, löst das Licht immer noch den Alarm aus oder? Scheiße. Scheiße. Ich dachte...
dachte, die Mission wäre direkt vorbei. Ach Gott, wo habe ich es? Ach, warum denn vor der Vision? Ah. So. Ich muss jetzt wirklich aufs Klo. Und kann ich da mal. Danke. Ja Gott, die Warnvorstellung noch haben. Gut, dass sie mich hier nicht bemerken. Das wäre echt ungesicht. Wieso redet ihr überhaupt durch die Tür mit uns? Was lief denn da? Steve Rowland, der Mann, dessen Identität ich angenommen habe. So, irgendwie merkwürdig. Ah. So, ich muss jetzt mal aufs Klo. Mikrofon aus, ja, das sollte ich vielleicht wieder anmachen, ihr Idiot. sehr gut. Ist nicht so wichtig, was ich erzählt habe. Ich sage eh nichts Interessantes. Nee, ich kann mich nicht erinnern, jemals beim Let's Play oder generell in meinen Streams was Interessantes gesagt zu haben. So. So, im Klo war wirklich dringend notwendig. Ich hoffe, mein Magen geht bald wieder besser. So. Da geht's gar nicht rein. Kann ich den Ding kaputt schießen? Wahrscheinlich. So. Was? Was? Wer hat dem... Was? Warum? Alarm! Wie hat der mich denn jetzt gesehen? Er hat mir wahrscheinlich hinten rum vorbeigelaufen. Ich laufe einfach über das Wasser. Oder ich ruckle über das Wasser. Sieht komisch aus. Aha, Vision! Ja, beim Vorbeilaufen. Wir haben auch hinten Augen jetzt. Ich glaube, er bricht heute Nacht auf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Duschen funktionieren so nicht. Die haben kein Rad zum Drehen. Oder ist das ein Knopf zum Drücken? Um Wasser zu sparen, muss man die Knöpfe die ganze Zeit gedrückt halten. So, mal die Schränkemöde auf, ist so eh nichts drin. Hallo, ist das mit? Oh Gott. Was? Hallo? Bist du nicht tot? Ich hätte doch eindeutig in den Kopf geschossen. So ein Schaden.
Kann ich den wegtragen? Nee. Der liegt einfach nur da unentspannt rum. So, da vorne läuft jetzt noch einer. Ich frage, wo läuft noch einer? Ich nehme mich mal mit. Jetzt nehme ich mich wieder zurück. Zum Glück darf ich die töten. Sonst wäre das echt ekelhaft.